Hallo und willkommen zu einem neuen Kapitel von digitaler Signalverarbeitung auf FPGAs. In diesem Kapitel geht es um Abtastung und Downsampling. Wir werden sehen, dass beides sehr ähnliche Prozesse sind. Und im ersten Abschnitt beschäftigen wir uns zunächst mal mit der Abtastung. In diesem Kapitel geht es um verschiedene sehr eng verwandte Prozesse, die mit der Änderung der Abtastrate und der Abtastung selbst zu tun haben. Und zwar, um konkret zu sein, geht es erstmal um die Abtastung, also wie wir von hier nach hier kommen, von einem zeitkontinuierlichen zu einem zeitdiskreten Signal. Dann schauen wir uns an, was man beachten muss, damit man korrekt abtastet. Und korrekt heißt, dass ich nachher beim Rekonstruieren mein Signal wieder herstellen kann. Dann schauen wir uns sozusagen genau das Gegenteil davon an, nämlich wozu es nützlich sein kann, zu oft abzutasten, eine Überabtastung zu machen. Und schließlich schauen wir uns noch an, wie man die Abtastrate wieder reduziert und wofür das wiederum nützlich sein kann. Diese einzelnen Schritte können wir auch in unserer Signalverarbeitungskette uns anschauen. Der erste Schritt ist ein zeitkontinuierliches Signal. Das kann man betrachten, als ob das mit einer unendlich hohen Abtastrate abgetastet wäre. Das wird in diesem Sampler oder Abtaster in ein zeitdiskretes Signal umgewandelt. Diesen Prozess nennen wir Abtastung. Dann passiert es oft, dass in der digitalen Signalverarbeitung selbst, aus was für Gründen auch immer, die Abtastrate verändert wird. Und wir gucken uns jetzt hier den Prozess an, was man beachten muss, wenn man die Abtastrate verringern will. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie man das macht und was man beachten muss, wenn man die Abtastrate erhöht. Und bei all diesen Abtastprozessen oder bei der Verringerung der Abtastrate muss man darauf achten, dass kein Aliasing auftritt. Das heißt, dass beim Abtasten nicht mein Signal gestört wird. Das gucken wir uns im zweiten Abschnitt an. Damit Sie es vielleicht sich besser vorstellen können, schauen wir uns mal prinzipiell an, wie so ein Analog-Digital-Wandler ausschaut. Wir gehen davon aus, dass das hier unsere Signalform sein soll, die abgetastet werden soll. Die wird zunächst gepuffert von einem analogen Buffer, damit man die Quelle, die unter Umständen nicht so niederohmig ist, von der eigentlichen Signalverarbeitung isoliert. Dann kommt sozusagen der Kernteil, der Schalter. Diese Gruppe nennt sich Track and Hold. Das heißt, normalerweise ist dieser Schalter erstmal geschlossen und dann folgt die Spannung über dem Kondensator und auch die hinter dem Buffer folgt der Eingangsspannung. Dann wird in den Hold-Modus umgeschaltet, das heißt, der Schalter wird geöffnet und auf dem Kondensator bleibt die zuletzt anliegende Spannung stehen. Ich habe hier schon mal so ein paar analoge Nicht-Idealitäten eingezeichnet. Es gibt oft Überschwinger, die Spannung entlädt sich langsam am Kondensator und hier dauert das dann noch so ein bisschen, bis man wieder die Spannungsform erreicht hat. Aber im Prinzip geht es darum, mit diesem Schalter die momentane Spannung einzufrieren auf dem Kondensator, um sie danach dann in aller Ruhe weiterverarbeiten zu können. Das ist wie gesagt die Hold-Phase. Dann hat der Quantisierer die Zeit während dieser Hold-Phase den zugehörigen Code zu der Spannung zu bestimmen. Und weil diese Spannung hier so ein bisschen schwankt, wird der Code am Ausgang des Quantisierers auch noch so ein bisschen hin und her klappern. Dafür haben wir dann hier unser Register am Ausgang und das wird mit der steigenden Flanke getriggert. Dann werden die Daten hier vom Eingang übernommen und als unser eigentliches Datenwort hinten rausgegeben. Das heißt, so könnte das aussehen. Im Abstand von TS, von meiner Abtastperiode, ändert sich der Wert am Ausgang meines Registers. Und ich habe hier jetzt einfach mal irgendwelche beliebigen dezimalen Zahlen hingeschrieben, die jetzt den Wert von diesen Wortleitungen hier beschreiben sollen. Das System, was ich Ihnen jetzt hier beschrieben habe, ist nur so ein Prinzip. Wirkliche Analog-Digital-Wandler gibt es in allen möglichen Architekturen. Das ist jetzt eine Möglichkeit, wie sowas aussehen könnte. Ich habe zum Beispiel hier beschrieben, dass auf der fallenden Flanke der Schalter geöffnet wird und damit die Spannung übernommen wird.
Und der Vorteil davon ist, dass der Quantisierer jetzt eine halbe Taktperiode Zeit hat, bevor das dann auf der steigenden Flanke vom Register übernommen wird. Aber wie gesagt, ein realer Analog-Digital-Wandler kann so ähnlich, aber kann auch ganz anders aussehen. Die analogen Signale haben, wie gesagt, gewisse Ungenauigkeiten, aber wenn wir die vernachlässigen können, dann ist so eine Wandlung mehr oder weniger ideal. Also wenn wir diese Ungenauigkeiten verbessern, dann können wir quasi einen idealen Wandler bauen. Das ist bei der Rekonstruktion, die wir im nächsten Kapitel behandeln werden, nicht so. Nachdem wir uns jetzt angeschaut haben, wie so ein Wandler physikalisch aussieht, schauen wir uns als nächstes an, was denn eigentlich passiert bei diesem Prozess der Abtastung. Wir hatten uns im zweiten Kapitel ja schon angeschaut, dass zeitdiskrete Signale periodische Spektren haben, Wiederholspektren nennt man das. Und das kann man sich so vorstellen, wie so ein zusammengefaltetes Endlospapier aus einem Drucker. Und wenn Sie da jetzt auf so einem Stapel Papier ganz fest oben mit einem Stift Ihr Spektrum durchdrücken, im Bereich von 0 bis FS halbe, dann drückt sich das durch alle darunter liegenden Blätter durch. Und wenn Sie das Ganze jetzt auseinanderfalten, dann sehen Sie, wie sich Ihr Spektrum auf sämtliche Blätter halt durchgedrückt hat und wie die sich hier so auseinanderfalten. Man muss dazu sagen, dieses Modell funktioniert so jetzt nur, wenn Sie reellwertige Signale haben. Bei denen hatten wir ja gesagt, das Spektrum ist dann symmetrisch zu FS halbe oder zu FS. Wenn wir komplexwertige Signale haben, dann wiederholt sich unser Spektrum zwar mit FS, aber es gibt nicht diese Symmetrieebene hier bei FS halbe. Das heißt, dann müssten Sie sich das so vorstellen, wie einfach ein Stapel Blätter, der übereinander liegt. Die sind jetzt nicht gefaltet, aber ein Stapel Blätter, die übereinander liegen und wo das dann auch durchgedrückt ist. Wir es jetzt umgekehrt machen und sagen, wir haben so ein auseinandergefaltetes Stück Computerpapier und da malen wir jetzt unser Spektrum drauf. Das ist jetzt nur mal dargestellt hier bis 3 FS halbe, aber in Wirklichkeit ist so ein analoges Spektrum, geht das natürlich bis F gegen unendlich. Wenn ich das Signal jetzt abtaste, dann mache ich quasi Faltungen in mein Endlospapier und zwar immer im Abstand von FS halbe. Da sind meine Faltungen. Und wenn ich das übereinander lege, dann sehe ich hier natürlich als erstes mein sogenanntes Basisband, den Bereich von 0 bis FS halbe. Und ich sehe jetzt aber, wenn ich das Ganze gegen das Licht halte, auch noch die übrigen Spektren durchschimmern. Und das ist jetzt natürlich nicht so gut. Weil, wenn ich die jetzt alle aufaddiere, ich muss ja jetzt zu einem periodischen Spektrum kommen nach dem Abtasten, dann sehe ich, dass mein ursprüngliches Basisbandspektrum, diese gepunktete Linie, jetzt nicht mehr ganz identisch ist. Die sieht hier so ein bisschen anders aus. Diesen Prozess nennen wir Aliasing und gucken uns im nächsten Abschnitt an. Aber das, was jetzt hier auf dem obersten Blatt drauf ist, unser Basisbandspektrum. Die Summe von allen Spektren, die wir auf den anderen Seiten gehabt haben, die wiederholt sich jetzt, so wie wir das auf der vorigen Folie gesehen haben, das wiederholt sich jetzt periodisch bis in alle Ewigkeit. So, und da ich natürlich im Allgemeinen möchte, dass mein Spektrum auf der ersten Seite, mein Basisbandspektrum, so aussieht, wie auch der erste Teil von meinem analogen Spektrum, muss ich dafür sorgen, dass die übrigen Blätter, die oberhalb FS halbe, dass da nichts mehr drauf ist. Und ja, das nennt man dann Anti-Alias-Filter. Das heißt, vor der Abtastung muss ich, wie gesagt, diese Blätter leeren. Das heißt, der Abschnitt hier oberhalb von FS halbe, alles, was da an Spektralkomponenten drin ist, die muss ich herausfiltern. Wenn ich die nicht unterdrücke, dann ist beim Zusammenfalten dieses Blatt Papiers, sehe ich ja die übrigen Spektren dann durchschimmern in mein Basisband. Nach der Filterung, wenn ich alles richtig gemacht habe, ist hier alles schön leer, sehen, dass solche Spektren, die bei FS halbe nicht null sind, dass es da in der Praxis vermutlich ein bisschen Probleme geben wird, weil wenn ich hier mit einem Tiefpassfilter arbeite, dann muss ich irgendwie das Spektrum hier bei FS halbe ja auf null ziehen. Das heißt, ich werde ein bisschen mein Spektrum in der Nähe von FS halbe auch beeinflussen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. So, dann taste ich ab und nach der Abtastung habe ich jetzt so ein periodisches Spektrum, was sich, wie gesagt, wiederholt.
Das habe ich jetzt hier mal so grau gestrichelt, die Wiederholspektren, um Ihnen zu zeigen, dass diese Wiederholspektren nichts Neues sind, sondern im Prinzip nur Kopien von meinem Basisband. Ich kann die auch nicht separat beeinflussen, weil ich habe jetzt mein Stapelpapier und ich kann nicht irgendein Blatt jetzt rausziehen und da was drauf rummalen, sondern ich kann das immer nur bei allen Blättern gleichzeitig machen. Das ist ganz wichtig. Diese Wiederholspektren sind im Prinzip nur mathematische Artefakte von meiner Abtastung. Das war eine kurze Einführung zum Thema Abtastung und in den nächsten Abschnitten gucken wir uns dann noch die Details drumherum an. Aliasing, Downsampling und Überabtastung. Danke fürs Zuhören und Mitmachen.